ist das nicht eine wunderschöne Aussicht? Wie man an diesen Alpenausläufern unschwer erkennen kann, sind wir diesmal in Österreich mit dem Arena Cup, genauer gesagt in Innsbruck. Unser erster Arena Cup im Jahre 2016 und immerhin 81 Spieler haben den Weg diesmal hierher gefunden. Eine nicht so große Zahl wie zuvor. Also nach Berlin müssen wir natürlich erstmal wieder kleinere Brötchen backen. Aber das war von vornherein klar, dass das nicht so groß wird, weil es gibt mehrere Gründe. Ein großer davon ist wahrscheinlich, dass das Videogame-Event diesmal nur ein Mid-Season-Showdown geworden ist. Aber dennoch freuen wir uns auf ein tolles Turnier. Wir haben, wie gesagt, einige begeisterte Spieler da und mal schauen, wer sich den Titel von Innsbruck diesmal mit nach Hause nehmen darf. Ja, und danach schauen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen die Alpen an. Und gehen vielleicht sogar noch ein bisschen Schlitten fahren. Ja, Schlitten fahren.